Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Runde Alice 19 Nordfriesische Marsch. Vierfach am Freitag, den 19.03.2021, 15 Uhr und 1. Oder? Circa, mit Vorspann und bla bla bla. So ein Ding ist das nämlich. Also, ja, schon wieder ein Tag älter. Aber egal. Ich wollte nochmal die Kamera jetzt wieder passend schieben, sehe ich gerade. Heute Abend wird die Zeit haben, mal einen Freitagabend-Livestream, ne? Also wer Bock hat auf Nordfriesische Marsch, jetzt Livestream heute Abend auf Twitch ab ca. 7:45. Freue mich auf euch. Auf einen entspannten Abend. Und deswegen, wundert euch nicht, morgen keine zwei Folgen. Morgen um 12 Uhr keine Folge. Morgen um 15 Uhr keine Folge. Dafür dann am Sonntag morgen eine lange Folge, ne? Der Stream-Upload. Und dann auch normale Folgen am Sonntag. Also Sonntag ist dann voll LS und ist noch kein Super Sunday. Dann schaffen wir nicht diesen Sonntag, aber wahrscheinlich eine Woche weiter. So der aktuelle Plan, liebe Leute. Also eine Woche weiter sind auch wieder Super Sunday Zeit. Ja, und dann, ja, das ist die Zeit, die rennt einfach. Ist verrückt. Vielleicht kann ich euch im Stream heute Abend auch schon Neues in Sachen Auto erzählen, für die es interessiert. Denn eigentlich wollten wir am Mittwoch, ne, ihr seht, ich bin immer noch in der, also in Real Life bin ich noch nicht Mittwoch, ne? Bei mir ist noch Dienstagabend. Eigentlich wollen wir am Mittwochnachmittag in Stade gewesen sein, bei Hamburg und auch bei Itzehoe und da ein passendes Auto angucken, weil wie ich schon letztens sagte oder auch, ne, wir das passende Auto haben wir nicht hier direkt beim Autohaus vor Ort stehen. Wir sind nicht die, die irgendwie sagen, ich fahre mal jetzt hier zum Autohaus und lass mir mal Angebote geben für XY-Autos. Wir sind ziemlich eingeschossen, was das sieht und ziemlich eingeschossen, was das angeht. Und wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, Shelly und mich, dann wollen wir auch so ein Auto haben. Und dann ist es kein anderes. Und zwei Farben zur Auswahl, entweder wieder weiß oder Daytona Grau. Nur mal schon mal so, für die es interessiert. So, das wird so ein, also aktuell, das kommt drauf an, wie gesagt, was sich besser anbietet. Farbetechnisch bevorzugen wir beide weiß, aber wir finden auch beide den Daytona, könnt ihr mal eingeben, Daytona Grau Perleffekt oder so. Also die Farbe gefällt uns auch gut. Das ist immer Geschmackssache, ich weiß. Werden auch einige sagen, oh, ist ja voll hässlich. Aber ich finde, der macht was her. Also ihr könnt gerne mal reinschreiben in die Kommentare, liebe Leute. Gebt einfach mal ein Daytona Grau Perleffekt für die interessierten Autofreunde unter euch. Oder halt weiß, das ist dann Gletscherweiß, Ibisweiß oder wie auch immer das da, welcher Ton das denn genau ist. Auf jeden Fall ein schöner Weißer, also hier nicht so ein Warmweiß, sondern ein Kaltweiß ist es eigentlich eher vom Feeling her. Aber das war auch unser Auto vorher, hat uns sehr gut gefallen und von daher. Das andere ist eher so die Geschichte, sag mal, okay, doch, die findet man auch schick, dann hätte man ein bisschen was anderes. Ja. Aber man weiß es nicht, wo die Reise hingeht, Leute. Wenn ihr reinschaltet, werdet ihr es irgendwann erfahren. Und vielleicht, wie gesagt, kann ich im Stream heute Abend schon ein bisschen was Neues erzählen. Schuhe können wir mal gleich gucken, dass wir mal ein bisschen was verkaufen, oder? Obwohl, das lohnt eigentlich nicht. Das können wir eigentlich, fahren wir das zum Zentrallager kommen. Ich gucke nicht, wir fahren zum Zentrallager. Lager mal ein bisschen ein. Mal eben eine schöne Ladung wegbringen. Und dann machen wir heute die Spulfolge, ne? Ich sehe jetzt keinen wirklichen Grund zu sagen, warum sollen wir jetzt die Nacht im Dunkeln verbringen. Außer vielleicht Heu. Soll ich gleich nochmal gucken, ob sich da was getan hat. Das steht natürlich jetzt eher auf dem falschen Modus. Auf Feld 30 steht noch der Anhänger rum, der verkauft werden sollte, ne? Hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, das stimmt. Ja, lass mal hier gucken. Das ist noch zu dunkel, das ist noch kein Heu. Muss in Seasons Gras mehrmals gewendet werden, dass es Heu wird? Ich meine nicht. Ich meine, das wird automatisch irgendwann Heu. Da wir spulen, kriegen wir gleich wieder Biogasanlagengeld. Das können wir hiermit natürlich dann auch sehen, dass wir es wirklich auch bekommen. Dann können wir nochmal den Fan suchen, den Fahrer hier.
läuft alles, skeptischer Blick, passt. Muss ja immer mal gucken. Gut, der macht seinen Job. Du könntest das eigentlich auch. Aber ein LKW, der ja ein bisschen was verkaufen fahren kann. Das ist er. Ne, das ist er nicht. Das ist er. Ja, mal 30. Sehen wir zu, dass wir die heutige Folge nutzen zum Spulen. Dann sehen wir uns nämlich heute Abend im Stream im Sonnenaufgang wieder. Das wird ganz gut passen. Können wir eigentlich wieder losschicken. Juckt. So. Ja, nicht so eine wilde Fahrt hier. Dann der... Das ist der Kalklieferer. So. Dass der Kalklieferer, der wieder Kalk gekauft hatte, die hatte auch empfohlen, verkauft auf das Silo am Hof. Ja, ist eine Möglichkeit, ist aber nicht ganz so gut, weil wir das vielleicht nochmal brauchen. Als eingerichteten Kurs oder so, ne? Ja, gut, 3 Minuten gibt es BGA-Geld. Ich bin gespannt, also ich rechne nicht mit so viel. Was ist denn realistisch? 500.000, wa, circa? Können wir bald. Hä? Die Kante. Dachte ich, habe doch die Kante verbessert. Jetzt ist sie. Komisch. Jetzt war sie komisch. Diesmal einfach auf die Straße setzen, wieder losschicken, dann haben wir nicht das Problem, dass er sich hier am Hof voll machen möchte. Ja, ansonsten haben wir auch nicht viele Fahrzeuge gerade im Einsatz, ne? Ist ziemlich dunkel hier, ich sehe das schon, aber... So, naja, ist halt Nacht, ne? Ist halt dunkel. Kann ja auch mal außerhalb des Streams mal auf schnell machen oder was. Aber jetzt kommt die Nacht, das ist ja immer ganz sinnig, wenn wir zumindest in der Nacht den Vollspeed nutzen. Ja. Und dann müssen wir alles mögliche mal einlagern, ne? Also ich hab Bock mal wieder, das können wir echt heute Abend im Stream versuchen. Zentrallager mal ordentlich füllen, schön richtig voll knallen das Ganze, nicht immer, also ne, nur ein bisschen vielleicht verkaufen, wenn man sagt, jo, das macht Sinn, ansonsten richtig schön Zentrallager voll machen. Die ein oder andere dringende Produktionslieferung können wir natürlich auch vornehmen, wo wir sagen, okay, da muss mal was hin, ansonsten läuft da nichts mehr. Da werden wir bestimmt die ein oder andere Produktion finden, mit Sicherheit. Das ist aber auch nicht so schlimm, das ist so. Und ein paar Sachen gehen natürlich dann auch direkt weg, wo es keinen Sinn macht, wenn man einfach sowieso einen komplett vollen Anhänger hat. Ich meine, hier weiß ich, war noch relativ viel, ne? Frischkäse tatsächlich, fast 70 Paletten Frischkäse würde heißen, eine ganz, ganz komplette LKW-Ladung voll, nur mit Frischkäse. Das brauche ich nicht einlagern, um es dann wieder auszulagern. Das macht dann wiederum nicht so viel Sinn. Aber wie viel war das andere? Pilze.
Das wird noch nicht lohnen, die läuft gerade erst und auch da wir die Nacht vorspulen. Nein, das wird sich bis dahin auch noch nicht lohnen, das ist einfach noch nicht so weit. Hier ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo könnte man mitnehmen, ab ins Zentrallager, pff, nice to have. Und ich hatte auch in den Kommentaren gelesen, ob es noch neue Produktionen gibt, definitiv. Definitiv noch neue Produktionen und gleich gibt es Geld. Also es sind noch uns noch einiges. Jo, bin ich ja fast richtig gewesen mit 500.000. Waren es 540.000, ne? 545, 956 würde ich schätzen. Das ist steigerungsfähig und ich denke schon, dass wir da auch bald nochmal wieder eine Million schaffen, wenn die BGAs die ganze Zeit gut beliefert werden. Das ist dann der Fall, wenn drei Radlader arbeiten, ne? Und drei BGAs die ganze Zeit arbeiten. Vor allem die eine neue, die hat ja ein bisschen mehr Power oder eher gesagt ein bisschen mehr Durchsatz. Bei unseren haben wir den Durchsatz ja erst vor kurzem reduziert. Aber man merkt schon jetzt in der Nacht, kommt ein Kursplayer-Helfer nicht hinterher. Da müssen wir ein bisschen selber Schaufel anlegen. Was bis zum Morgengrauen hier vollgefüllt. Eigentlich müsste auch am heutigen Ingame-Tag dann der Resterhaufen eigentlich soweit durch sein, ne? Vermute ich zumindest. So ist man mal schauen. Wird aber hinkommen. Mal gucken auf die Wachstumskarte, ob wir Hopfen was sehen können. Aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ne? Müsste eigentlich, oder der Wetterbericht hat sich geirrt. Ansonsten würde ich ja eigentlich mit Regen derzeit rechnen, aber noch sehe ich keinen. Ich fahre extra hier an der Seite natürlich. Oh, muss weg damit. Der nachher mehr mittig sich konzentrieren kann, aber dann soll ich natürlich auch vielleicht eine volle Schaufel mitnehmen, ne? Aber wenn ich nicht schnell bin, dann schafft man das auch nicht. So, 63.000. Kommt man nicht so leicht hinterher, nee. Jetzt haben wir zumindest auf 70.000 hoch. Würde ich das jetzt, habe jetzt dem Radlader überlassen, das sind jetzt praktisch noch ingame mäßig, bis die Sonne wieder aufgeht, 5-6 Minuten. Ah nee, es ist schon Herbst, es geht ein bisschen später auf.
Trotzdem hoffe ich mal, dass er es jetzt hinkriegt. Weil ich hoffe... Ja, okay, nee, ist doch noch nicht da. Habe ich ein bisschen weiter schon erhofft. Die BGA wird leer sein, aber wir können mal gucken, wie weit der Haufen ist. 64%, also... Ach, nachmittags vielleicht, ne? Irgendwann nachmittags. Und der Große war noch ein bisschen später. Oh, immer ruhig Wasser verteilen. Wie war das? Das ist jetzt lohnt tatsächlich nicht mehr. Denke ich beim nächsten Mal dran, ne? Wasser am Hof für die Kühe dringend. Sollten wir da mal was machen, ne? Na gut. Auch heute machen wir nicht so lange, denn heute Abend ist noch Livestream. Und von daher sage ich, kommen wir schon zum Ende der heutigen Folge. Danke fürs Zuschauen. Der ist in der letzten Reihe, krass, ne? Also eine volle Ladung hat fast fürs ganze Feld gelangt, aber eben halt nur gar, also fast, nicht ganz. In der letzten Ecke sind wir hier, ne? Na gut. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ich freue mich heute Abend, wie gesagt, Livestream, wenn ihr Bock habt, Freitagabend. Mal auf der Marsch unterwegs. Und ja, von daher, dann sind wir auch relativ schnell im Hellen. Das ist jetzt irgendwie 3 Uhr. Ich wollte noch einmal Wachstum gucken. Wegen dem Hopfen. Immer noch nicht. Nichts zu holen im Hopfen, sage ich euch. Na gut, also, von daher, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.